Dringlichkeitspunkte mal wieder. Mal gucken. Was? Das Medikament ist wieder zurück, was Morden verbraucht hat? Okay. Hat er nicht, hat er nicht 2000 gebraucht? Oh, schon wieder so was hier. Ja, noch langsamer. Maus, mach mal ein bisschen Kinder. Du bist von einer... Oh Gott, da reicht die Zeit ja gleich nicht mehr. Scheiß Safe, ey. Ich hab mal. Oh, ich hasse diese Art von Hacken. Klick. Oh, ich brauche Let's Play Urlaub, ey. Ich merke das langsam. Ich rede immer langsamer. Bald wird man mich nicht mehr verstehen können. Oh, das Ding sieht ein bisschen fett aus. Ich habe gerade so ein Schiffsmodell. Ich kann nicht speichern. So ein Schiffsmodell gekriegt. Ah ja, okay, hier kann man das Ding kaputt machen. Diese Konsole ist mit dem Hauptverteiler verbunden, den Vater erwähnt hat. Wenn wir sie ausschalten, war's das für alle Geth, die uns entgangen sind. Es sieht aus, als seien einige der Aufzeichnungen noch intakt. Sie werden uns sagen, was hier vorgefallen ist und was mein Vater getan hat. Spielen Sie sie ab. Zwei weitere Geth hinzuzufügen. Wir stehen kurz vor einem Durchbruch bei systemischen Virenangriffen. Vielleicht sollten wir den Admiralitätsrat darüber informieren. Nur so zur Sicherheit. Nein, wir sind kurz davor. Ich habe meiner Tochter ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Ich werde nicht untätig herumsitzen, während die Politiker sich streiten. Es wäre einfacher, wenn Tali Sora uns mehr Arbeitsmaterial schicken könnte. Kommt nicht in Frage. Tali soll keineswegs irgendwelche politischen Konsequenzen tragen müssen. Wir halten Tali da raus. Wir setzen neue Geth aus dem zusammen, was wir haben. Falls nötig, unter Umgehung der Sicherheitsprotokolle. Ihr Vater hat absichtlich Geth verletzt und ihnen so ein Bewusstsein gegeben, um Waffentests an ihnen durchzuführen. Das verletzt unsere heiligsten Gesetze. Gesetze aus der Zeit vor unserer Flucht von der Heimatwelt. Das alles hier ist seine Schuld. Ich habe so getan, als würde nichts auf ihn weisen, aber jetzt... Wenn das beim Prozess bekannt wird, werden sie... Wir sagen es ihnen nicht. Den Admiralen nicht und sonst auch niemandem. Wir werden diese Entscheidung nicht hier treffen. Mal sehen, was die Admirale sagen, sobald wir zurück sind. Sie sind mein Captain bei dieser Anhörung, Shepard. Es ist Ihre Entscheidung. Aber bitte zerstören Sie nicht, was mein Vater einst war. Kommen Sie. Wenn wir zu lange warten, erklären die uns noch für tot. Und dann wäre all das nicht mehr von Bedeutung. Das wird auch eine schwere Entscheidung. Gehe ich mal von aus. Jetzt muss ich auch noch dahin laufen. Sehen wir den Tatsachen ins Auge.
Wir haben keine Nachricht erhalten und müssen annehmen, dass Tali Zora nicht überlebt hat. Oh. Klingt, als hätte die Anhörung schon begonnen. Es sind erst ein paar Stunden. Eigentlich mal besser. Also gut. Ist der Admiralitätsrat bereit, ein Urteil zu fällen? Entschuldigen Sie die Verspätung. Sie haben nicht lange gewartet, um uns für tot zu erklären. Sie können sich Ihr Schiff jetzt holen. Wir entschuldigen uns, Shepard. Ihr Erfolg bei der Rückeroberung der LRI war ziemlich überraschend. Aber auch höchst willkommen. Haben Sie auf der LRI etwas gefunden, das Licht in die Vorfälle bringt? Shepard, bitte! Hat Captain Shepard neue Beweise, die er bei dieser Anhörung vorlegen möchte? Talis Verdienste müssten als Beweis eigentlich ausreichen. Kommen Sie, Tali, wir gehen. Was? Das ist ein formelles Verfahren. Falsch, Admiral. Das ist ein Trick. Sie wollen Sympathie für die Geth wecken, um den Krieg zu verhindern. Das ist vollkommen... Und Sie wollen die schrecklichen Experimente vertuschen, damit Sie Ihre Flotte auf die Geth hetzen können. Sie können mit Ihren Spielzeugschiffen machen, was Sie wollen. Aber halten Sie meine Crew aus Ihrem politischen Schwachsinn raus. Wir haben keine neuen Beweise. Sie können Tali entweder Glauben schenken oder Sie verstoßen die Frau, die die Citadel vor den Geth gerettet hat. Sind die Admirale bereit, ihr Urteil zu fällen? Tali Zora, angesichts Ihrer Verdienste sind die Beweise für eine Verurteilung nicht ausreichend. Sie werden hiermit in allen Anklagepunkten freigesprochen. Commander Shepard, bitte nehmen Sie diese Geschenke an, in Anerkennung Ihrer Mühe bei der Vertretung eines Mitglieds unseres Volkes. Es war mir eine Ehre, für eine Freundin sprechen zu dürfen, werte Admirale. Die Anhörung ist hiermit beendet. Geh in Frieden, Tali Zora Vas Normandy. Kela Selai. Shepard hat mich eingeschüchtert. Ich glaube, dass Sie das geschafft haben. Was Sie gesagt haben. Es ist eine Weile her, dass jemand den Admiralitätsrat zusammengebrüllt hat. Das hat er mal gebraucht. Danke, dass Sie für meinen Vater und mich da waren. Selbst als... Danke. Solange ich das Sagen habe, lasse ich nicht zu, dass Tali Zora Vas Normandy verstoßen wird. Danke, Captain. Das sieht interessant aus. Nicht schlecht. 32! 32! Alter, ich habe das Maximum erreicht. 32! Boah, schnell zurück, das muss ich Joker erzählen. 32. Heilige Scheiße, war das eine Menge. Krass. Tali Zora wurde von allen Anklagepunkten freigesprochen und ihr Vertrauen in Shepard gewährleistet während der Mission ihre ihr wisst schon was. Die politischen Konsequenzen der quarianischen Kriegsanstrengungen gegen die Geth sind besorgniserregend. Werde wahrscheinlich quarianische Truppen gegen die Reaper brauchen. Kann keine zusätzliche Instabilität riskieren. Bla 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 bla. Das denkt sich der Unbekannte. Alter, hat er aber die Admirale zusammengeschissen. 32. Das ist der Rekord. Ich wusste nicht, dass das... Der hat ja echt gut drumherum geredet. Der hat sogar mich eingeschüchtert. Wow. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal.
Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Ja, Commander. Commander, Sie haben auf Ihrem Piratenterminal eine neue Nachricht erhalten. Oh, lass mal Team. So, zack. Da waren es nur noch zwei. Oder drei? Eins. Jo, zwei. Eine haben wir gekonnt ausgeworfen. Leslie, wer war das? Ich bin Leslie. Ich war auf... die. Oder eine von denen. Ich war auf Aya. Das Essen machte mich krank. Die Ärzte helfen mir jetzt. Ein Arzt kennt Jacob. Er sagt, er kann Ihnen das sagen. Er kann das für mich schreiben. Aber ich will es selbst tun. Ich muss meine Worte benutzen. Meine Worte kommen zurück. Ich kann gut reden. Lesen ist schwer, aber es wird besser. Es muss besser werden. Taylor wollte, dass ich so werde. Er wollte, dass meine Worte weg sind. Ich muss ihm zeigen, dass er verloren hat. Ich bin nicht schwach. Er hat mir Dinge angetan. Und jetzt kann er das nicht mehr. Er kann nicht meine Worte nehmen. Er kann nicht machen, dass ich nicht mehr bin. Dass ich nicht ich bin. Weil sie und Jacob ihn aufgehalten haben. Danke. Ja, bitteschön. Eigentlich war es Jacob, der hat ihm die Waffe gegeben. Oh, Multikernschild. Sind es keine Deflektorschilde mehr, sondern es ist richtige, extreme Kampfbarrieren. Das Schiff verfügt nun über die rasch oszillierenden Schilde der zyklonischen Barrierentechnologie. Damit müsste das Schiff Treffer wie jenen überstehen, der die erste Normandy die zerstört hat. Bitte einsetzen. Tully, bauen Sie das ein. So, schön. Natürlich, Geth-Schilde. Ich bitte darum. So, jetzt haben wir das Maximum rausgeholt. Wir sind gut unterwegs. Ja, doch. Es gibt nur noch einen Ort, wo wir hinfliegen. Was machen wir so weit außen? Wir könnten noch nach Omega fliegen. Da müssten wir... Ja, ich fliege nochmal nach Omega. Area braucht noch ein Paket. Können wir schon. Dann mal schnell nach zu Area rennen. Dort ist irgendwo so ein Kerl namens Ip oder Ick. Den schmeißen wir das Pad vor die Füße und sagen, bitteschön. Gib mir Geld. Eigentlich egal, nehmen wir mal ihn hier und Jack, die üblichen. 32. Kann ich immer noch nicht glauben. 32. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 32. Das war doch hier, oder? Scheiße. Ich hätte auf Ilium bleiben müssen. Naja, egal. Paket auf Isch von Markt Omega aufliefern. Ach. Ah, okay, ich glaube, ich weiß auch, was das ist. Den Patriarchen müssen wir auch noch. Ja, dann bleiben wir bei Omega. Wir werden. Ah, das ist der Isch. Wir werden niemals Omega oder Zitadelle erreichen. Freunde. Bitte sagen Sie mir, dass Sie etwas für mich haben. Haben Sie gesehen, was in diesem Päckchen ist? Warum? Haben Sie etwas Ungehöriges gefunden? Sicher nichts, worüber man sich aufregen müsste. Nein, hab mich nur gefragt, ob Sie es wissen. Keine Sorge, werter Freund. Ich hat alles unter Kontrolle. Jetzt aber zurück zum Geschäft. Haben Sie etwas für mich? Ich habe das Päckchen von dem Zielpunkt auf Ilium. Ausgezeichnet. Und hier ist Ihre Belohnung. So einfach ist das. Wenn Sie in nächster Zeit mal auf der Citadel vorbeikommen, könnten Sie da noch ein Päckchen mitnehmen. In der Nähe von Marabs Geschäft. Mhm.
Ja, mache ich gern. Der gibt ja gut Geld. Nicht schlecht.